Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Ja, herzlich willkommen zum VfR TV. Heute mal ganz anders, außer Eisdiele. Neben mir darf ich begrüßen Giuseppe. Hallo, grüß dich. Hallo. Dir gehört das Calimero. Ja. Das ist ja auch schon länger. Viele Garinger, so wie ich unter anderem, kommen zu dir, essen lecker Eis. Aber was hat das mit dem VfR zu tun? Ja, ich bin momentan jetzt auch sehr viel unterwegs auch und habe dann auch gesagt, okay, ich bin auch Fan von VfR Garching und bin oft auch draußen, wenn es geht. Natürlich bei super Wetter oder so kann ich nicht immer, aber ich versuche es halt, dass ich dann immer... Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da fehlt irgendwas und da könnte man vielleicht ein bisschen Eis zum Schlemmern, damit die Leute auch oder die Garchinger ein bisschen frischer werden und sich mal ein bisschen auch mal richtig schreien, dass sie die Seele schreien, dass die Jungs mal richtig motivieren auch. Mhm. Und ich möchte auch, dass dieses Jahr auch die VfR das dieses Jahr auch halten, diese Klasse, weil es einfach wichtig ist auch. Die haben immer die spielen immer super, aber immer das Quäntchen Glück fehlt. Und ich hoffe nicht, dass wir dieses, aber ich bin da zu gut, also gut Mute, dass sie das wirklich super hinkriegen. Das auch heißt, wenn es dieses Jahr nicht so am Anfang jetzt nicht so gepasst hat, aber es wird schon bestimmt wieder. Das heißt, du willst ein Quäntchen Glück damit provozieren, dass du uns ein lecker Eis gibst, den Fall. Zuschauern, dass sie ordentlich anfeuern, dass wir da euch die Klasse halten. Auf jeden Fall. Wenn du das Eis ansprichst, was du jetzt im Stadion verkaufst, was gibt's da? Waffeleis oder verschiedene Sorten? Ja, wir wechseln immer. Wir haben Waffeln natürlich. Wir werden jetzt demnächst vielleicht, wenn es mal schauen, mit dem Eiskaffee, dass wir vielleicht dann auch ein Eiskaffee anbieten. Mhm. Schauen wir mal, wie es jetzt mal wird. Muss jetzt mal schauen, wie es mit den Eiskugeln ist und so. Es läuft ganz gut. Wir wechseln auch die Eissorten hier. Natürlich mal Maracuja, Mango, Pfirsich. Einfach nur mal. Und für die Kinder natürlich ist auch blaues Eis dabei. Wenn die mal da sind und so. Oder Erdbeer, Schokolade, die Standards. Das ist ganz normal, wie es halt normal auch gehört. Das heißt, die Garinger, die im Stadion sind, können die Wünsche auch quasi bei euch abgeben und dann schaut ihr, was ihr realisiert. Auf jeden Fall, natürlich. Dafür Perfekt. Sind wir auch eine Familie. Das VfR und wir, verstehst du, Kalli? Ja, ja, super. Nee, nee. Also, wenn ihr mal ein leckeres Eis wollt, das nächste Spiel ist den FC Memmingen. Das heißt, wenn ihr lecker Eis wollt und gute Spiele zu sehen wollt, schaut rein. Vielen Dank und auf Wiedersehen.